Das hier war mal das Zuhause vieler Menschen. Jetzt sind viele Häuser komplett zerstört durch schwere Wald- und Buschbrände. Das ist die Stadt Lahaina auf der Insel Maui. Die gehört zu Hawaii. Mindestens 55 Menschen sind auf der Insel gestorben. Viele sind aus Verzweiflung ins Meer gesprungen, um sich zu retten. So schnell haben sich die Flammen ausgebreitet. Einige konnte die Küstenwache aus dem Wasser retten, andere nicht. Still get dead bodies in the water floating and on the seawall. US-Präsident Joe Biden hat den Katastrophenfall ausgerufen. Das Militär hilft mit Rettungstrupps und Hubschraubern. Und auch die Löscharbeiten gehen weiter, denn noch immer brennt es.